Bei dem starken Erdbeben am 3. April in Ost-Taiwan sind auch viele Bildungseinrichtungen beschädigt worden, wie dieses Gebäude der Hualien Mädchenoberschule. Es soll nun abgerissen werden. Diese Mutter sagt, natürlich sei sie etwas besorgt, aber die Schule informiere die Eltern laufend über die Situation. Die Schülerinnen der Hualien Mädchenoberschule gehen wie gewohnt zum Unterricht, denn die Unterrichtsräume befinden sich nicht in dem beschädigten Gebäude. Gemäß Schuldirektor Chan Manfu liegen die ersten Schätzungen für die Kosten des Wiederaufbaus bei umgerechnet rund 6,4 Millionen Euro. Auch in der Tsinghua-Universität hat das Erdbeben große Schäden angerichtet, zum Beispiel im Computerraum in der 12. Etage oder in der Bibliothek im Erdgeschoss. Dort gab es auch einen Wasserschaden. Aber die Gebäude der Universität an sich sollten sicher sein, so ein Student. Der Unterricht sollte deshalb nicht beeinträchtigt werden. Dies bestätigt auch der Verwaltungsdirektor der Tsinghua-Universität, He Kun-i. Es gebe einige oberflächliche Schäden, aber keine Probleme bei der Gebäudestruktur. In der Hualien-Mädchenoberschule wird der Unterricht fortgesetzt. Doch während der Abrissarbeiten des beschädigten Gebäudes wird der Unterricht online stattfinden. Die Tsinghua-Universität hat ihren normalen Unterrichtsbetrieb bereits wieder aufgenommen. Auch in der Donghua-Universität in Hualien wurden Gebäude durch das Erdbeben ernsthaft beschädigt. Der Unterricht findet vorübergehend online statt. Im Institut für Wissenschaft und Ingenieurwesen brach aufgrund des Erdbebens ein Brand aus. Da die Struktur des Gebäudes als unsicher eingestuft wurde, hat die Universität beschlossen, das Institut an anderer Stelle wieder aufzubauen.